Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Bird of Prey. Ich bin Lutz und wir machen jetzt die Mission, die Suche nach Neuromulus. Ja. Wie gesagt, ich lese das jetzt nicht vor, meine Lesekünste sind nicht die besten. Und, oh, endlich mal was Cooles. Entweder eine Beambank oder eine Kanone. Das ist geil, das ist richtig geil. Ein persönliches Schild und ja, das ist nicht schlecht. Use M to open up the map for sector space. You can click on a system to plot a course. Ja, machen wir das mal. Wir müssen ins Galandon Core System. Dann fliegen wir doch mal hin. Nach Galandon Core. Manchmal verwirrt sich das Spiel Star Trek Generations, aber nur manchmal. Ja, ich habe noch was vergessen. Soll das Schiff ausrüsten? Erstmal Singularity Core und eben jenes. Und jetzt müssen wir mal gucken, so Jade. Ja, wir bleiben mal bei dem Standard Array, weil das robuste schützt uns leider noch ein bisschen mehr vor Phaser-Schaden. Aber okay, gut, wir bleiben erstmal beim normalen Shield Array. Und der Typ hier kriegt noch das Gewehr hier. Bitteschön. Und Panzer. Und ja. Habt ihr auch mal gesehen, wie ich meine Leute ausstatte? Galandon Core. Man muss mal scannen. Dann starten wir da mal einen Satelliten hin. Ich weiß nicht, Galandon Core ist eigentlich, glaube ich, bloß ein einziger riesiger Gasplanet, der eine Sonne hat. Also, wo man da unbedingt leben kann. Gut, Gamma-Eridon. Jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Sagt man schnell, ein Sektor des Raums, den wir sehr gut aus TNG kennen. Denn wir haben hier Galandon Core, wo wir ein paar Mal waren. Wir haben da hinten das Archer-System, was im Übrigen wirklich nach Jonathan Archer benannt ist. Ja, da wollte die Enterprise bei Yesterday's Enterprise, also die alte, weißt du, die alte Enterprise? Ja, die alte Enterprise, wo die Enterprise D auf einmal wieder aufgetaucht ist. Wollte die Enterprise eigentlich ursprünglich ins Archer-System. Wir haben hier Gamma Eridon, Beta Lankai da hinten, das sind Systeme aus der Folge Kampf ums Klingonische Reich. Ja, gucken wir uns jetzt erstmal Gamma Eridon an. We can't get a clear reading from the planet that Temair specified. Our best option will be to drop out of warp and investigate the area. Are you ready? Ja, gucken wir uns das doch mal an. Ach, das ist schon mal eine Schö. Austrian ships, dead ahead. They were jamming our sensors. That's why we couldn't get a clear reading on this area. It's an ambush. They're hailing us. Probably to gloat. Pirates like these only care about scrapping the ship for parts and selling any survivors to the Orions. Should I open the channel? Oh. Wir sollen Sklaven werden? Naja. Wollte eigentlich bloß sagen, dass das hier eigentlich eine schöne Klasse M-Welt ist. Da könnte man gut eine Kolonie drauf aufbauen, aber gut. Wir haben zwei Antwortmöglichkeiten. Ich will jetzt nicht reden. Alarmstufe Rot oder öffnen Sie den Kanal und das nehme ich. Dongjot spielen Nausikaaner? Der schielt aber komisch und vor allen Dingen hat er so große Augen. Ich würde mal sagen, den puste ich mal schnell weg. Ich habe keine Lust auf Donjot spielen. Bah. Versuch das mal schnell hintereinander auszusprechen. Donjot, Donjot, Donjot. Das ist eine Art Billard von Star Trek-Variante. Ja. Träum weiter. Ich glaube, der Einzige, der gekillt wird, bist du.
Noch mehr von diesen komischen Typen, die nicht richtig reden können? Ah, Tatsache. Ah. Moin, Jungs! Ich frage mich bis heute, wie Quark mit diesen Viechern die Jammer da besiegen wollte. Schockwelle fressen, bitteschön. Mehr Nausicaa-Armor-Moves. Oh, Plasma-Torpedo, voll Energie. Quatsch. Haben wir sogar noch die Sende mit weggerissen. Ja. Das war also auch schon Gamma Eridon. It's not Tal Shiar, it's the Nausicaans. What's next? Iconians? We were able to get a few scans of the planet during combat. It's no good. The wildlife is too hostile and the natural resources too few. That leaves us with one last system, the Dewa system. Dewa 3 shows some promise. We can leave orbit whenever you're ready. Da würde ich mal sagen, weg von hier. Und wir klatschen den Planeten. Wollt nochmal detaillierte Studien des der Oberfläche vornehmen. Aber egal. Dewa 3. Also ist auch Gamma Eridon jetzt nicht so attraktiv. Wann sind die Romulaner wählerisch? Gehen wir eben nach Dewa. Mal gucken, was wir da haben. Eine lange Reise, wie immer. Was haben wir eigentlich für ein Warp drauf? 6,61. Naja, Reisegeschwindigkeit. Standard bei Raumschiffen der Galaxy-Klasse, also passt das. Ja, und gucken wir mal. Wir haben Konfirmation eines passenden Planeten. Ich patche es durch zu Tamer jetzt. Er will ein Update auf die Situation. Ich werde dich so schnell wie du bereit bist. Ja, wollen wir mal schnell gucken, bevor wir nochmal von Nausicaanern oder Orions oder irgendwas anderem Besuch kriegen. Oh, wollen wir doch mal gucken. Dewa 3. This could be the new Romulan homeworld. The radiation levels of this planet made it uninhabitable. But long-range surveys have detected drops in the toxicity over the past few years. Our orders are to deploy sensory probes to scan the planet. And, if they return positive, beam down for a closer look. Ja, würde ich auch mal sagen. Es ist, wundert mich jetzt aber trotzdem, in dem Buch Star Trek Federation The First 150 Years stand drinne, dass nach dem ersten Kontakt mit den Vulkaniern uns die Vulkanier, Dings übergeben haben, sagt man schon, eine Terraforming-Technologie, weil die Erde nach dem Dritten Weltkrieg total verstrahlt war. Und ich meine, das ist ja 350 Jahre her. Ja, ich weiß selber, wie man unsere Sensoren benutzt. Zurück zur Terraforming-Technologie. Es wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass die diesen Planeten, wenn der wirklich so toll in Anführungsstrichen ist, nicht vorher schon bewohnt haben. Wie gesagt, die Strahlung zu beseitigen, diese Technologie gab es eigentlich schon 300 Jahre zuvor, aber okay. Noch eine Sonde. Und da wollen wir noch zur Gamma. Noch mehr Nazi, Kaana, ganz. Warum habe ich eigentlich gerade genau dasselbe gedacht? Ui, die sind ganz schön sauer, kann das sein?
doof an. Reiß dich zusammen. Hör auf, so viel romanatisches Ehe zu saufen, Mensch. So. Das hätten wir. Und zack. Nausicaans. I hope that's the last we've seen of them. The reports from the probes confirm that radiation levels have lowered on the planet. An away team without protective gear should be safe. There don't seem to be any civilizations down there either, but we'll have to beam down to explore the area further. Are you ready to transport? There are several teams that will beam down to other parts of the planet while we explore. Jo. Dann gucken wir uns doch da unten mal um. Was gibt's denn da so Schönes? Ein paar verstreite Zombies? Man weiß es nicht. Wow. Look at this place. It's beautiful. Our orders from Tamer to analyze the local wildlife, flora and minerals, as well as any bit of radiation. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Aber du, Tovan, so toll finde ich die Welt eigentlich nicht. Sie ist ziemlich lila. Na gut, Romulan und die haben einen anderen Geschmack. So, da haben wir schon die erste Pflanze, die wir uns angucken sollen. Ja, wir nehmen ja gleich den Tricorder, meine Güte. Mal gucken, wo ist denn der nächste? Oh, da unten. Diese komische Wolke sicherlich, ja? Ah, ne, hier haben wir noch eine Mineralprobe, die wir nehmen können. Schöne Sache. Lass mich raten, jetzt geht's da lang. Jawohl. Scanning the radiation will cause a waste. Haben wir hier wohl das kleine Minigame, wa? Ja, das habe ich mir gedacht. Lang nicht gemacht. Ausbericht bekommen und dann gucken wir uns jetzt mal die Flora und die Fauna an. Oh oh. Muss ich das Vieh jetzt abknallen? Scheint so. Geh weg. Liebes Vieh. Gutes Vieh. Konnte ich euch aber gar nicht untersuchen. Ja, dann na gut. Oh, was haben wir denn da? Mal gucken. Man sollte nicht vorlaufen. Den hätten wir. Da ist noch was im Wasser. Hier sonst noch was? Nö. Okay, weiter geradeaus. Euch schön sagen muss, dass dieser Wasserfall irgendwo beeindruckend aussieht. Naja, jetzt wäre ich schon zum Romulan, das ist ja peinlich. Müssen wir zum Wasserfall? Na, gucken wir mal hier hin, weil hier ist irgend so ein komisches Krakenvieh, keine Ahnung. Hat es immerhin weitere 5% der Erforschung gegeben. Ein so ein Ding da, 5% können wir nicht mehr davon haben. Hier haben wir eine Pflanze. Auf, oh, versucht das hier mal interessant zu gestalten. Okay. Dann habt ihr die hier wohl angepflanzt, war? Keine Ahnung, Mensch. Dann hier irgendwas mechanisch. Was war das? Da hinten sind noch mal Viecher. Ist außer der Wasserprobe noch was? Ne, nur die Wasserprobe. Okay, dann gucken wir mal. Gehen wir ein bisschen schwimmen. Nehmen die Wasserprobe mit. Faszinierend. The water is barely tainted by the planet's radiation.
Das ist gut, dann müssen wir wenigstens nachher nicht in Dekon, wa? Moin Jungs, kann ich euch untersuchen? Nein? Okay. Dann friss Plasma. Das ist geil, das erste, was wir machen, erstmal Tierarten auslöschen. Das ist wow. Ich bin beeindruckt. Neuer Planet und die Romulaner müssen erstmal was abknallen. Das ist so wow. Und wir haben 50%. Haben wir da noch was? Oh, Tatsache. Noch eine Wasserprobe. Okay. Hätten wir das auch. Gut, wollen wir mal flussabwärts. Scannen. Ah, hier oben eine Pflanze. Na, mal gucken, was ist denn das hier Schönes? Zu dem Kraut wird es jetzt nichts sagen. Na gut, okay. Okay. Will es unter Wasser oder was? Lol. Tatsache. Ah, da haben wir noch so ein Krakenvieh. Gibst du mir wieder 5%? Danke. Ne, das ist doch nicht schlecht. Oh, okay. New Romulus will einen Plan haben. Ein Plan. Ein Bericht. Lutz. Mensch, konzentriere dich doch mal. Gut. Wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Es ist noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen. Wir werden sie kontaktieren, sobald wir fertig sind. Dieser Planet ist wirklich unglaublich. Wir können nicht glauben, was wir hier sehen. Der Planet ist ziemlich wild, doch möglicherweise bewohnbar. Wir nehmen das Erste. Das, weil wir haben erst 50% der Forschung abgeschlossen, also, ist wahrscheinlich wirklich noch zu früh zu sagen. Okay, noch mehr Strahlung. Hier haben wir noch eine Wasserprobe. Zum Thema, wir hatten schon lange nicht mehr so ein Strahlungsfeld. In die Richtung müssen wir weiter, okay. Ah, zum Thema Strahlungsfeld, da haben wir ja mal wieder eins. Auf Anhieb geschafft, geht doch. So, Jungs, ich will euch untersuchen, nicht aggressiv werden. Gut, werdet aggro, wie ihr wollt. Gibt es eben gebratene Wildkatze heute Abend. So. Eine weitere Rasse ausgelöscht. Verfallene Strukturen? Fascinating. Ach, da haben wir noch eine Probe. Ach, seht ihr, ich habe jetzt schon lange nicht mehr meinen Trickroller benutzt. Wir haben schon 75%, jetzt haben wir 80%. Okay, wir müssen eh weiter hier hoch. Das ist gut. Schon wieder eine Tierrasse, die wir jetzt ja wegscheuchen müssen. Diesmal hab ich zuerst geschossen. Haben die Romulaner auch sowas wie Tierschutzorganisation oder Greenpeace? Was haben wir denn hier Schönes? Also, nur eine große dunkle Ecke. Okay. Wo müssen wir denn lang? Ah, hier vorne.
gucken wir uns erstmal diese lustigen Tierchen hier an. Und jetzt sammeln wir die Pflanze. Gut, das hätten wir. Gut, jetzt müssen wir bloß noch einmal Strahlung scannen. Und dann hätten wir es. Ah, da hinten. Da. Säulen. Okay. Dann gucken wir mal hier runter. Ja, da unten ist der letzte Strahlungswert. Sehr schön. Und eine alte Brücke. We should investigate that old bridge nearby when we're done with our scans. Ja. Dann lass uns erstmal den Strahlungswert hier nehmen. Der Planet qualmt doch schon ganz schön, ne? Das sieht nicht gut aus, aber wir haben jetzt erstmal unsere Strahlungsprobe hier. Und jetzt gucken wir uns mal die Brücke an. Oh, sieht schon recht interessant aus. What's that? Tholians. What are they doing here? Oh nein. Tholians. Just what we needed. Tholians are known for not caring very much about us humanoids. I don't think they even know the difference between a Romulan and a Reman. The ship isn't detecting any more Tholian ships in orbit, but with our luck, that'll change. We should see what those Tholians are after. If this is going to be our planet, they can't take it from us. Gut, dann wollen wir mal gucken und jetzt nicht verlaufen. Ja, jetzt haben wir hier auch noch Probleme mit den Portoianern. Das ist ja wirklich wow. Unglaublich. Diese scheiß Toyaner. Ich habe sie nicht vermisst. Und da laufen Tierchen. Ein paar bleiben stehen, denn die müssen wir, naja, abknallen. Was auch sonst. Oder auch nicht. Brave Tierchen. Macht doch gut. Sie können auch einfach sich in Luft auflösen. Das ist ja ganz tolles Kino. Also hier muss schon mal jemand gelebt haben. Das sieht aus wie Torbögen oder sowas. Okay. Ziehen. Oh! Noch mehr. You can do extra damage to enemies by flanking them. Na, die jetzt zu flankieren ist wirklich nicht gerade so toll. Ja, wollen wir mal diese Folien auslöschen, ja. Ja, Flankenschaden macht richtig viel Damage. Aber naja. Gerne. Huch, wenn ich den Gegenstand da habe, vielleicht ist es ja ein großes Hyperspray. Das ist ein kleiner Regenerator. Gut. Watch out. More Tholians inbound. Ah, moin Jungs. Hier habt ihr ein paar Minen. Wer als erster reinlatscht und so. Gut, muss ich euch eben hier reinlocken. Klatsch. Klatsch. Das ist eine gute Frage. Hier gibt es noch ein paar Gratis-Minen. Da seid jetzt aber wirklich schön reingerannt. And it looks like they're sending one of their commanders. Was? Okay. Jetzt kommt doch noch der Bus runter. Ist ja ganz tolles Kino. Da ist er. Und er geht nicht wirklich in unser Minenfeld rein. Doch, jetzt er. Ja, das könnte ja noch gut uns einsperren in irgendwelche Netze. Leute, würdet ihr mir mal helfen?
mal wieder typisch fürs Außenteam, sie machen gar nichts. Jetzt werden das Schiff nur übernehmen und lassen den Captain dann verrecken. The Tholians wanted whatever is buried in those rocks. Let's see what's beneath them. Ja, wollen wir mal gucken, was die wollen. Und wie immer machen wir es kaputt. Interessant. Komisch beschliffener Stein. There appears to be a sword, fossilized in the secretion layer. Okay. Gut, dann. Okay. Haben wir zwei Antwortmöglichkeiten? Ich möchte erstmal, dass die Informationen an den Tarn weitergegeben werden. Und jetzt kommen noch ein paar mehr Tarn. Das ist ja ganz toll. Ja, los, schnell auf Schiff. Die müssen wir erstmal wegspringen, die kleinen Biester da oben. I have new orders for you. Okay. Dann machen wir mal die Folien hier kalt. Da haben sie schon wieder ein Netz gesponnen, die Spinner. Was für ein Wortwitz, oh Gott. Da ich wieder 3 Minuten gebraucht, um die mir zurechtzulegen. Klatsch. Einfältiger Mensch? Meinst Romulaner, oder? Klatsch. Und da haben wir das andere Romulaner Schiff befreit. Jo. Dann wollen wir mal die nächste Welle abfangen. Oh! Das sind schon mal ein paar größere Schiffe, die sind uns da jetzt, wow, anschleppen. Irgendwie hat dieses Schiff Ähnlichkeit mit dem Sindhi-Insektoiden-Schiff. Ich weiß mal auch nicht. Arbeiten etwa jetzt auch noch die Tholians mit dem Sindhi zusammen? Nein, eigentlich nicht, aber na gut. Quatsch. Jetzt ist es eh kaputt. Kriegen Geschützturm und. Oh, ein kovariantes Schild. Gut. Ja, dann übergeben wir mal die Daten unserem lieben Anführer. Mal gucken, was der dazu sagt. Wollen wir mal zur romulanischen Flotte fliegen, die hier unten ist. Schon wieder so eine hässliche Odyssee-Klasse. Was will die Sternflotte überhaupt da? Das ist unser Planet, hau ab! Na, was doch doch klasse, das ist wenigstens mein Schiff. Tucke, 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 tucke. Ja. Nichts los hier. Letztendlich.
Dann betreten wir mal eine Flotte mit dem Schiff betreten. Naja. Wir stellen mal die Übersetzung jetzt nicht in Frage. Moin Jungs, ich muss zum Bus, lasst mich durch. Nee, Quatsch. Okay, ich habe mich gehört, ich muss hier hinten lang. Ich glaube, hier jetzt rein, kann es sein? Was sagt denn die Map? Dass ich mich verlaufen, naja, nicht ganz verlaufen habe, aber naja, bin auch nicht wirklich nah dran. Hier rein, da lang, genau, da ist er. Stehst den ganzen Tag hier bloß rum, warte, Tan? Jolan True, you found something incredible. This will be the new home of the Romulan Republic. It will be Mol Rehan, new Romulus, and we will create a new way of life there. This is exactly what we needed to begin talks with the Klingons and the Federation at Khitomer. Unless you have any more questions, I would report to Temer. I have many preparations to make. Er will mit den Klingonen und der Föderation verhandeln? Was ist mit dem los? Okay, wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Ich werde mit Temer sprechen. Mal gucken. Wie wirkt sich das auf die Föderation die Klingonen aus? Können Sie die Identität des gefundenen Schwertes bestätigen? Es wurde ein Schwert gefunden. Ach, bestimmt dieses komische irgendwas da. Ich würde jetzt lieber die Situation der Föderation der Klingonen interessieren. We will need allies to help with the colonization. It's likely that the Federation will be willing to help with this. We also cannot settle on New Romulus without the goodwill of the Klingons, given how close we are to their space. If they would be willing to lend us a small portion of their military might, we would be safer from the Tal Shiar. After that, if Empress Sela continues her attacks, she will be doing it against a new civilization, not a band of rebels. That will make all the difference. Da hat er gar nicht mal so Unrecht. Gucken wir mal, was ist denn das für ein tolles Schwert? We don't know yet, but we do know it is as old as the Sundering and uses materials like those of the Vulcan Swordmasters. So that narrows it down. The Sundering tore our people apart, but it also unified the Romulans under a common cause, the preservation of our emotions and our freedom. If this is truly the sword of the Raptor Star, it could help to once again unify the Romulans under the cause of preserving the freedoms we hold dear. Okay, also dann will ich mal mit dem Herr sprechen. Ah, Mission ist abgeschlossen. Bla 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 bla. Gut, das war's schon. Und ich nehme die Strahlenbank. Congratulations, Lieutenant. Ja, und da sind wir befördert worden. Und die nächste Mission heißt dann wohl Wendepunkte. Ja. Mal gucken, was unsere Aufgabe. Geben Sie sich in das Khitomer-System, das sich im Taudeva-Sektorblock befindet, und nehmen Sie an der Konferenz der Klingonen, der Romulaner und der Föderation teil. Oh, er zieht's durch. Unser lieber Titan will's wirklich durchziehen. Na dann. I'm not afraid of the Tal Shiar. Weißt schon. Gut, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, Verhandlungen mit unserem halbwegs Alliierten. Mal gucken. Bis dann.